Tag zusammen. Ja, wir haben Fischwoche. Heute nach dem Surf and Turf gibt es Schwertfisch. Und zwar ein Schwertfischfilet. Wer noch nie einen Schwertfisch gesehen hat, also im Ganzen, ich zeige euch erstmal ein Bild. Diese Dinger werden 3 bis 4 Meter groß und bestimmt 400 Kilo schwer. Also echte Monster. Und dann sind die beiden Stücke echt klein, aber lecker. Es ist ein total schnelles Essen. Der Fisch braucht nicht lange auf dem Grill. Dazu habe ich noch ein bisschen Käse, den ich gleich auch noch auf den Grill schmeiße. Ein Brot. Dann gibt es noch Rucola-Salat dazu und eine Avocado-Creme. Das alles seht ihr jetzt in ein paar Minuten. Also, bleibt dran! So, ich fange jetzt mit dem Fisch an und werde jetzt erstmal die Haut hier abschneiden. Die ist wirklich sehr rau. Die kannst du auch nicht mitessen, wenn du sie grillst. Also, ich setze mal das Messer jetzt hier an. Ich ziehe das jetzt mal hier unten durch. So flach wie möglich, damit auch möglichst viel Fleisch dran bleibt. So. Haut es weg und das gleiche machen wir mit dem anderen jetzt auch noch. Gut, die beiden sind jetzt fertig. Da kommt nur noch Salz drauf und nachher ein bisschen Pfeffer. Das war's. Mehr nicht. So, dann lassen wir sie jetzt erstmal ruhen, ein wenig. Und jetzt schmeiße ich das Brot gleich drauf und den Käse. Und der Schwertfisch braucht ungefähr von beiden Seiten 5 Minuten. Ich versuche ein schönes Branding hinzubekommen. Ja, schauen wir uns das einfach mal an gleich. 10 Minuten dauert das jetzt alles. Das heißt, ich lege alles zusammen drauf und fange mal mit dem Brot an. Der Grill hat jetzt übrigens 270 Grad. Ich habe den mittleren Brenner und den rechten Brenner an. So, das heißt, auf den mittleren Brenner stelle ich jetzt den Käse und jetzt kommt der Fisch auf die rechte Seite. So, 5 Minuten von jeder Seite. Ich hoffe, das funktioniert so. Ansonsten sage ich euch tatsächlich, wie 4 Minuten der Fisch jetzt benötigt. So, nach ein paar Minuten drehe ich jetzt den Fisch rum. Und genau wie beim Fleisch auch. Fisch, der sich nicht löst, will noch nicht. Aber der ist super. Gut, gut. 5 Minuten sind jetzt rum und jetzt drehen wir den Käse und auch den Fisch um. Also, fangen wir mit dem Käse an. Er ist super heiß. Deshalb jetzt den dicken Handschuh. In der Beschreibung sieht das immer so einfach aus. Ah, das ist prima. So, der Fisch ist schon sehr zart und genauso wollte ich es haben. Und was ich jetzt schon mal mache, ist, dass ich den jetzt schon mal mit Pfeffer bestelle. Da passiert ja nichts mehr, ich drehe den nicht mehr um, von daher wird er auch nicht verbrennen. Oh, das ist auch gut. 5 Minuten noch. Also im Video 20 Sekunden. Dann ist fertig. So, vielleicht noch ein paar Worte zur Grillzeit. Aber natürlich könnt ihr den Fisch kürzer grillen, länger grillen. Kürzer, dann wird er halt innen noch ein bisschen glasig sein, vielleicht noch ein bisschen roh sein. Oder auch länger, dann wird er richtig schön durch. Ich habe für mich entschieden, 2 mal 5 Minuten ist genau der richtige Zeitpunkt. Ich mag es momentan beim Fisch nicht, wenn er innen drin noch roh ist. Sollte man vielleicht auch gerade nicht. Ich weiß, es gibt Diskussionen darüber, aber so mache ich das. Wenn ihr das anders machen wollt, gerne.
So, weitere 5 Minuten und es ist fertig. So, ich nehme mal das Brot runter. Es ist schon sehr, sehr schön knusprig. Und dann nehme ich auch hier den Fisch. Ach, Fisch. Hallo Fisch. Jetzt nehme ich noch hier den Käse. Und lege den hier noch ab. Und den Fisch. Genauso, wie er sein soll. Hier habe ich jetzt übrigens meine selbstgemachte Avocado-Creme. Das Rezept stelle ich euch in die Videobeschreibung. Könnt ihr einfach unten nachschauen, dann ist es drin. Da tue ich mal einfach einen Klecks drauf. So, ich werde jetzt noch Brot aufschneiden. Der Käse kommt noch mit drauf, aber das ist echt langweilig. Das wollt ihr gar nicht sehen. Ich zeige euch dann, wie es auf dem Teller ausschaut. Dazu gibt es noch einen Rucola-Salat. Echt, das ist super einfach und super schnell. Macht's nach. Ich freue mich über jeden Abonnenten, freue mich über jeden Kommentar, den ich natürlich auch zeitnah beantworten werde. Heute grüße ich mal den Georg und die Moni. Wir müssen mal wieder bei uns grillen, habe ich mir vorgestellt. Und dadurch, dass der Georg eigentlich jedes Video liked und jeden Post, den ich auf Facebook veröffentliche, liked, müsst ihr mal wieder kommen. Und dann machen wir natürlich ein Pulled Beef oder so. Ganzes. Ansonsten, mal in Tune. Wie gesagt, es geht schnell, habe ich gar nicht gesagt. Ja, schauen wir uns also mal. Dann funktioniert das nicht.